Schaffen wir es mit 100 verschiedenen Fahrzeugen, Bart Simpson in Teardown aufzuhalten? Guck dafür das Video bis zum Ende. Wir sind zurück in Teardown und versuchen hier heute Bart Simpson aufzuhalten. Können wir es schaffen, ihn zu zerstören? Ich bin sehr gespannt. Wir starten erstmal rein und wow, okay. Der Bus hat auf jeden Fall direkt mal ein kleines Loch in seine Hose gemacht und jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr fahrbar. Vielleicht kriegen wir das ja hin mit diesem Wohnwagenauto. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, okay, so, jetzt sieht man wenigstens was. Und mit dem Ding, Bart, glaub mir, das war's mit dir, ja! Oh mein Gott, Alter, da kriegen wir ja richtig gut Schaden direkt an der Schulter, ne, und fallen hier runter. Und den Wohnwagen habe ich mir eigentlich erst letzten Sommer gekauft. Probieren wir mal ein bisschen was Größeres. Lasst auf jeden Fall ein Like und auch ein Abo dafür mehr solcher Teardown-Videos, Freunde, mache ich gerne mehr sowas. Ich glaube schon, mit dem Ding kriegen wir das jetzt ganz mal hin hier, mit dem Arm auch rechts und links hier und... Na, los, ja, oh mein Gott, was, auf das Bein drauf und jetzt fallen wir auch noch runter hier, oh, nein, 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 nein. Abknicker, Abknicker, ja. Was soll ich denn dazu noch sagen, sag mal, das Ding ist auch Schrott, sag mal. Rein geht's in den Turboschulbus, oh, weg jetzt hier, du blödes Autoscooter, Auto, ah, so, rein geht's hier in den Turboschulbus, vielleicht kriegen wir das damit hin, dass wir auch hoch genug fliegen. Oh, das ging direkt in die Pupille rein. Es ist ja eigentlich simpel. Wir müssen ihn ja eigentlich nur so treffen, dass er einmal in sich zusammenklappen wird und runterfällt. Ja, das Polizeiauto sieht ganz gut aus. Ich glaube, dass das was werden könnte. Sprung! Oh mein Gott, ja! Oh nein! Ey, wir können rein theoretisch auch versuchen, den Hals zu kappen oder so. Dann fällt der Kopf so nach vorne. Das wäre es halt auch, ne? Haben wir das Auto hier mitgezogen? Das steht hier die ganze Zeit schon rum, glaube ich. Das haben wir eben mitgezogen, ne? Naja, gut, egal. Komm, lass uns mal probieren, ob wir das vielleicht benutzen können. So ein Bundeswehrhammer. Sprung, ja, 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 ja. Oh, ja! Oh mein Gott. Guter Schaden, ja! Sehr schön. Und jetzt hier noch mehr Schaden machen. Nein, nicht runter. Bitte. Och Mann, die eine Sekunde oben hätte es mir noch mal gönnen können, Mensch. Und wir fallen hier wieder runter und direkt auf den Tank drauf. Ey, aber die Karre fährt nicht mehr. Naja, vielleicht bringt es ja dieses gelbe Auto hier. Ich meine, Bart ist gelb, das Auto ist gelb. Könnte hinhauen. Wieso sollte es nicht funktionieren, frage ich mich. Ja, hier auf die Beine. Ja, sehr. Was? Was? Guckt euch den Schaden an, den wir gemacht haben. Da oben, warte mal kurz, Taschenlampe an. Da, einfach da oben, diesen riesigen Schaden, ein riesiges Loch rein. Wir müssen das Bein nur noch an so einem ganz kleinen Fitzel treffen und dann klappt er, glaube ich, rüber, oder? Jop, wir packen hier den alten Oldtimer aus. Oh, der fährt ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Mal zurück hier und jetzt aber, oh Gott, ja, 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 haut aber hin. So, jetzt schön Speed holen hier. Passt, und jetzt schön Speed, schön Speed, schön Speed. Wow, was? Was passiert hier? Oh mein Gott, der ganze Kopf fällt zusammen. Das glaube ich nicht. Guckt euch an. Der Kopf fällt einfach runter von Bart. Der Kopf fällt runter. Wir haben ihn geköpft, Freunde. Guckt euch an. Und jetzt fällt der Kopf da auch noch drauf und alles explodiert. Wow, es laggt. Schaut das Spiel ab. Ich dachte gerade schon, das Spiel schön ab. Guckt euch an, wie meine Karre da oben noch hängt, Freunde. Aber wir müssen den Körper natürlich auch zerstören. Rein geht's in dieses Schieberauto hier. Jo, das könnte doch funktionieren damit. Wir müssen nur den Körper an der richtigen Stelle treffen. Jo, 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 jo. Schön Speed hier. Und Sprung. Ja, super. Guck mal, wie wir geflogen kommen, wie ein Gott. Jetzt hängt der ganze Oberkörper... Jetzt hängt der Gefühl, der ganze, das ganze Bein, der ganze Oberkörper nur noch an so ganz kleinen Millimeterdingen. Wir könnten auch versuchen, mal die Hände zu treffen. Vielleicht klappt Bart ja zusammen, wenn man die Hände trifft. Ne? Das habe ich mir gerade mal so gedacht. Ich denke, dass das vielleicht hinhauen könnte. Hinhauen könnte! Wow! Riesige Explosion! Und was passiert jetzt? Barts ganzes Bein kippt er um. Oh mein Gott, ich dachte gerade, er kippt um. Wir haben ganzes Bein, das ganze Bein von... Der steht einfach nur auf... Auf diesem kleinen halben Bein steht er nur noch. Der einbeinige Bandit. Jupp, ich soll hier irgendwo mir mal einen Fernseher angucken, denn ich habe ein Satellitenauto am Start. Bart, hast du schon wieder an der Satellitenschüssel rumgespielt? Okay, mal gucken. Und... Jawoll, das sieht gut aus. Ja, einmal durch hier und der Arm wird ganz souverän und clean, als wären wir Profis, Fernsehprofis. Abgetrennt, das Auto ist Schrott, aber der Arm, Freunde, der ist auf jeden Fall hier runtergepest, glaube ich, ne? Oder liegt er hier oben noch drauf? Ne, der liegt da noch ein bisschen oben drauf, Teile liegen auch da unten, also, ja, es sieht nicht gut aus für Bart. Reines Postauto hier, ja, die Pakete werden zu euch nach Hause geliefert und los geht die Reise. Und Absprung,
Jo, genau rein hier, ja. Genau rein hier. Oh mein Gott, einmal direkt durchlöchert, ne? Bam, wie eine Kanonenkugel kam wer da rausgeflogen. Der Schulbus, aber diesmal der normale. Der könnte es ja vielleicht hinbekommen, dass wir den linken Arm da treffen, ne? Ja, oh, 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 oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, der ganze Arm fällt ab. Guck mal. Kipp Bart um. Oh mein Gott, kipp Bart um. Ich weiß es nicht ganz genau. Nee, Bart kippt nicht um, aber der Bus... Kann der noch fahren? Ja, der Bus fährt auf jeden Fall... Nein, Handbremse. Handbremse, Handbremse. Oh nein, jetzt aber bremst. Okay, passt. Oh Gott, sei Dank noch stehen geblieben. Aber der andere Arm, den haben wir hier gerade auch abtrennen können. Na, super. Ich will nichts sagen, aber Bart ist mittlerweile schon ein ziemliches Wrack. Seid ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir Bart so schnell bekommen hier schon. Ja, dass wir ihn so schnell köpfen können. Nein, 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 zu hoch, zu hoch. Aber immerhin noch mit dem LKW hinten ein bisschen Schaden gemacht. Und da hauen wir auch hier drauf. Na, der LKW war auch neu. Oh, 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 jopp, die Lieferung kommt heute. Und sobald ich schräg fahre, wird halt auch der Anhänger schräg fliegen, ne? Deswegen müssen wir hier... Oh, pass auf! Oh mein Gott, nein. Ich dachte, wir machen mehr Schaden. Warte mal, können wir uns da noch langwühlen? Nee, der hängt fest, der LKW. Ich dachte, wir machen da mehr Schaden und brechen ihm nicht nur da irgendwie den Fuß. Ey, wer von euch hat die Hunde nicht richtig gefüttert, ne? Ich bin hier vom Tierschutz und werde versuchen, die Hunde abzuholen. Ich möchte, dass es den Hunden gut geht. Und deswegen müssen wir jetzt hier auch in Barts Hose fliegen. Na super. Naja, ach Mann, ey, da kann ich direkt das zweite Auto losschicken. Wer von euch hätte jetzt gerade Bock auf ein Eis? Seid mal ganz, ganz ehrlich in den Kommentaren unten. Aufpassen, aufpassen. Okay, jetzt aber mit diesem Eisauto können wir es schaffen. Wir müssen noch einmal ganz gezielt springen hier. Ja, 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 pass, 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 pass. Wir zielen hier ganz gezielt die Schulter ab und die fällt da auch noch runter. Ups, das Auto, ja. Mein Gott, ey, Eis ist ausverkauft, ey. Aber dafür haben wir Bart immer gut getroffen. Piep, 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 piep. Wisst ihr, was ich noch nie probiert habe? Ich habe noch nie probiert, da was anzuhängen. Meint ihr, wir schaffen... Oh mein Gott, ich dachte gerade, wir schaffen das. Meint ihr, wir schaffen es da vielleicht ein Fahrzeug mit ranzuhängen? So vielleicht irgendwie? Oder da irgendwie so unterhaken? Geht das? Kann man das da... Ja! Oh mein Gott, was? Was? Lol, das wusste ich, dass es geht. Du kannst einfach im Fahrzeug da easy mit anhängen. Ich fahr mal noch ein bisschen höher den Haken. So, und jetzt wir beide zusammen hier, ne? Wir beide, Fahrzeug und Kran. Wir werden Smart jetzt hier aber bis zum geht nicht mehr totauen, ne? Oh! Das hat ja super funktioniert, sag mal. Mann, ey, da ruft mich da gleich schon Homer Simpson an, der sich beschwert, dass ich Bart nicht schnell genug hier kaputt bekomme. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir auf jeden Fall an dem Kran Autos anhängen können. Vielleicht ja auch mit diesem Radlader hier, ne? Und Sprung! Bremsen, bremsen, bremsen. Ja, 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 wir kommen perfekt. Nein, wir kommen zu perfekt. Ey, wir hätten da gefühlt drauf landen können, so gut sind wir geflogen. Die Tischlerei eures Vertrauens. Jop, wir müssen hier Holzarbeiten irgendwo machen und Bart Simpson dabei aufhalten. Ja, Bart, der hat ja so eine Zwille immer, ne? Und dieses Mal werden wir ihn jetzt zerstören. Nein, was? Ich kann es nicht glauben, dass wir da nicht genug Schaden bekommen und jetzt hier mit dem Holz auch noch irgendwo hinfahren und runterfallen. Mein Gott, es reicht mir. Ich nehme jetzt das Raketenauto. Guckt euch an, wie krass das ist. Oh, nicht die Bulldog, bitte. Den will ich noch nehmen. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, der ist einigermaßen verschont geblieben. Hier. Jo, verschont geblieben. Und ab geht die Reise. Jippa. Und Schuss. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viel Schaden wir... Oh mein Gott, fällt Bart um. Da fliegen auf jeden Fall Teile rum. Kippt Bart um? Ne, er kippt nicht um, aber er wackelt mega, ne? Ich sag euch, das ist es jetzt gleich. Na, dann hilft nur noch eine einzige Sache, und zwar der Bulldog. Ihr alle kennt ihn, ihr alle wisst, wie krass er ist. Oh mein Gott, war das knapp gerade. Ihr wisst alle, wie krass der ist, und mit dem Ding kriegen wir es doch jetzt mal hin, dass wir hier Bart Simpson komplett besiegen werden. Nein, was? Selbst mit dem Bulldog schaffen wir das nicht? Das kann nicht so schwer sein. Wir müssen nur hier dieses Gelenk treffen dort. Ganz gezielt aufs Gelenk mit diesem Anhänger jetzt. Ich sag's euch, mit Ansage ist es jetzt diese Runde. Es ist diese Runde, es ist diese Runde, es ist diese Runde, ja! Oh mein Gott, wie viel fehlt noch? Das Auto, fährt das noch? Das Auto fährt nicht... Na, das Auto fährt nicht mehr. Na toll, aber der Fuß, guckt ihr euch den Fuß an. Nee, das hängt gefühlt an einem Millimeter noch. Der Doppeldecker-Bagger, ne? Ich denke mal mit dem, ja, Schaufelchen runterfahren hier. Ich denke mal mit dem, so hoch wie der ist, könnte das was werden. Sprung. Oh, wir kommen gut, wir kommen gut, wir kommen gut. Ja, und jetzt Schaufel runterfahren. Schön rein hier. Na, geht das noch? Rettet sich der Bagger noch? Der Bagger fährt auf jeden Fall noch. Aber ihr seht das, wo das da hängt an so 5 Steinen oder so. Guckt das mal an, da an 5 Steinen hängt das hier noch. Oh, ja, 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 ja. Okay, mit dem Baggerteil hier, jo, das könnte was werden.
Sprung, 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 Sprung. Nein, doch nicht dahin, doch nicht dahin, doch nicht dahin. Wisst ihr was, das ist mir zu blöd jetzt. Ich gehe jetzt mal hier vorne hin, so, zack. Und ich werde jetzt meine Maschinen auspacken. Dann schieße ich Bart hier nochmal ganz gezielt auf das... Was ist das denn? Wieso kippt der nicht zusammen, der Bart? Guck dir das mal an hier. Ich glaub's nicht, der ganze Körper fällt ja gar nicht runter. Wir kriegen den nicht mehr zerschrottet, was? Also deswegen bekommen wir den die ganze Zeit nicht kaputt, weil der ist einfach nicht, weil er nicht runterfallen kann oder was. Komm, wir probieren mit der Flugzeugkanone. Wird das was? Selbst damit bekommen wir es nicht hin, dass der Körper runterfällt. Jetzt so ein bisschen, ne, Freunde? Ich würde sagen, wir haben hier aber genug zugerichtet. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Gegen welche Monster soll ich als nächstes in Tieren kämpfen? Schreibt sie mir in die Kommentare. Hat es euch gefallen, wenn ihr zuschaut? Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo. Ich mache jeden Tag ein Video. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Checkt erstmal die Videos aus. Bis morgen, habt einen guten Tag und ciao, ciao!